So, herzlich willkommen Leute zu meinem neuen Video. Heute wird es ein Tackle-Video werden, da ich es heute nicht mehr ans Wasser geschafft habe. Freitag war ich kurz angekommen, Boot aufgepustet, aufs Wasser rauf, Gewitter. So kann es auch mal gehen. Sonst hätte ich euch gerne noch ein paar Fische gezeigt, leider habe ich da natürlich nichts gefangen. Ich war dann nach dem Gewitter, als ich es beruhigt hatte, nochmal kurz draußen, aber da hatte ich auch nichts mehr gefangen. Manchmal ist es einfach so. Und deshalb wird es von mir jetzt als erstes ein Tackle-Video mal geben. Ich werde heute einen Hechtköder richtig präparieren, quasi mit Drillingen und Vorfach. Und das werde ich euch dann zeigen, wie ich das mache. Ist natürlich kein Patentrezept. Jeder muss selber, denke ich, die Erfahrung sammeln, wie es für jeden Einzelnen am besten ist, so wie es überall im Leben ist. Gut. Dann legen wir mal los. Jeder kennt's. Diese Taschen hier mit allem möglichen Kram immer drin. So, Hechtköder. Was sind Hechtköder? Für mich sind Hechtköder Köder, die für Barsche zu groß sind und auch für Zander nicht wirklich interessant. Und die werde ich erstmal gleich auspacken. So, was brauche ich für den Hechtköder? Erstmal einen Köder. Das ist jetzt hier ein kleiner. Mit dem fange ich super Hecht. Allerdings habe ich mit dem auch schon gute Barsche gefangen. Das ist also quasi so ein kleiner Allround-Köder. So, ist natürlich auch noch nichts dran, keine Haken, gar nichts. So, der ist etwas größer, Körper zwar nicht unbedingt, aber mit seinen Tentakeln hier hinten ist er 30 cm ungefähr lang, würde ich schon als Hechtköder einsortieren. So, können wir hier dann von, welcher Firma ist das, ich glaube von Westin, Köder 21 cm, definitiv ein Hechtköder. Der geht auch sehr gut in der Farbe. Leider ist er hier schon ein bisschen abgefärbt. So, und dann ein Klassiker, der Pickshed. Auch in dieser Glitzer-Variante mit dem weißen Bauch oder Perlmutt-Bauch. Unglaublich fängig. Zwar nicht ganz preiswert, aber unglaublich fängig. Was brauchen wir dafür noch? Wir brauchen dafür noch, ich nehme ganz gerne hier so eine kleine Bleie noch, die stecke ich in den Körper rein. Damit kann man das Laufverhalten bei einem Spinstop extrem verändern und sehr interessant machen, auch mit dem Gummiköder, dass der Gummiköder nicht einfach nur nach unten abfällt, sondern einen Spinstop macht und zum Beispiel eine Kurve zieht oder im Kreis sich dreht. Was haben wir hier noch? Die Korkenzieher, Ösen, um den Fisch quasi zu fixieren, und da fixieren wir dann auch unser Vorfach dann dran. Wichtige Sache, ich habe die Erfahrung gemacht, die Teile hier mit diesem, mit so einer Nadel noch, ganz wichtig darauf achten, wenn ihr die nehmt, dann verliert ihr den Köder nicht. Ganz wichtig. So, dann haben wir hier Drillinge, kleinere und dann größere, Größe 2 für die großen Köder. Und für diese normalen Köder, die man auch als Barschköder nehmen kann, nehme ich meistens die Größe 8. So, was haben wir hier? Eine Zange für Sprengringe hier vorne, um das zu öffnen, dass man dann nicht mit dem Fingernagel immer das anfangen fassen muss. Dann eine Klemmhülsenzange. Vorfachschnur oder Stahlvorfach. Die Ösen, die braucht man nachher auch noch, zeige ich dann auch noch wofür. Gut, das ist hier ganz normale Vorfachschnur. 0,50 Fluorocarbon und zum Vorfachschneiden für Stahlvorfach sowie Fluorocarbon und auch ganz normale geflochtene Schnur. Eine schöne Zange. Wunderbar, diese Teile halten super. Und meine Kleinteilbox. Thank you.
So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt hier für diesen PicChat im Prinzip alles bauen, was wir benötigen, damit wir direkt ans Wasser gehen können und diesen auch einsetzen können. Als allererstes haben wir die Sachen hier ein bisschen hingeschmissen. Was ist das? Als erstes drehen wir uns wieder die Korkenzieheröse ein. Corkscrew, also Korkenzieher wird es genannt. So, packen wir hier rein den Fisch. Und dann mit ein bisschen Druck gucken, dass man mittig drin ist. Einfach eindrehen. So, zack. Dann hier. Drin ist der Gute. So, was brauchen wir hier? Das ist dann später, um die Haken ein bisschen besser zu befestigen. Der Kater, also das Problem ist, wenn ihr Katzen habt, packt die Köder weg, lasst bloß keine mit Haken liegen. Mein Kater steht total auf Köder. Auf Gummiköder. Das nervt manchmal ein bisschen. So, jetzt als erstes basteln wir. Befestigen wir erstmal das Vorfach gleich. Dazu nehmen wir natürlich eine Klemmhülse. Vorne ganz normal durchgefädelt. Ich mache hier immer noch so einen kleinen Springring mit rein, dass es nicht direkt dann nur an vorne an dieser Öse hängt. Und ich versuche auch nach Möglichkeit, das nochmal ein drittes Mal dann hier durchzustecken. Sicherer noch ist. So. Ist auch immer schön, wenn der Kater dann mitbastelt. So, nochmal hier die Öse und die machen wir dann hier dran fest. Die machen wir hier dran fest. Ist halt, wenn man so eine Zange hat, ist es eigentlich ganz praktisch. Das geht nicht so auf die Fingernägel und die sind ja dann doch ein bisschen fester, umso größer die werden. Jetzt haben wir das hier so. Man kann natürlich auch noch einen Tönchenwirbel mit einziehen, mache ich jetzt hier in dem Fall nicht. Bisher habe ich es noch nicht wirklich gebraucht. So, dann schaue ich, wo will ich den ersten Haken haben. Ich möchte den ersten Haken hier so kurz hinterm Maul haben, auf der Höhe ungefähr. So. Und dann schneide ich mir mein Vorfach hier ein Stückchen ab. Zack. So. Ich schneide es mal ein bisschen großzügiger. Zack. Hier mache ich auch wieder an den Haken noch so ein Springring mit ran. So. Und zieht den durch, dann ist er doch noch ein bisschen beweglicher und sitzt da auch besser. Also da kann der Hecht sich nicht so einfach abdrehen, sage ich mal, wenn er sich wirft oder springt. Haben, das passt. Hier klemmt schön. Man muss sich da nicht irgendwie die Finger brechen, wenn man das anzieht.
durch die Druckstellen, wenn man das ganz normal handfest macht. Ich habe bisher noch kein Hecht dadurch verloren, dass irgendwie meine Quetschhülsen irgendwie aufgegangen sind. Dann haben wir den schon mal hier. Steckt den einfach nochmal so ein bisschen ran. So, dann das nächste. Der nächste Schritt. Zeigt dafür gesorgt, dass das alles da durchfällt. Nächster Schritt. Wieder ganz normal Hülse einfach eingefädelt. Zack. Dann hier. Nehme ich dann hier unten die Hülse. Gehe ich hier unten wieder durch. Zack. Und feste quetscht. So. Drück sie wieder ran. Zack. Das reicht rein. Nur in die obere Haut. Dass er erstmal ein bisschen fest ist. So, würde ich den zweiten hin haben. Den zweiten will ich so natürlich irgendwo so ein Stück weit so weit wie möglich nach hinten haben. Irgendwo so hier. Genau hier so. Also schnappen wir uns hier wieder einen Sprengring. Ich nehme, was die Haken angeht, achte ich tatsächlich darauf, dass ich da hochwertigere nehme. Das heißt, ich nehme entweder die Gamakatsu oder Ona. Erstens sind die auch wirklich scharf, auch wenn man sie kauft. Und zweitens sind die auch sehr fest, also die biegen nicht so einfach auf wie so irgendwelche komischen Blechhaken. Die sind hier wirklich gehärtet. Und ich habe mit denen, wie gesagt, immer nur gute Erfahrungen gemacht bisher. Böse. Aufgeschoben, zack. Haken mit Öse. Zack. So, da haben wir die, genau da will ich ihn hin haben, den Haken. Fest. Nicht ganz ran an die Sprengringe. Immer ein bisschen Platz lassen, dass sich das alles noch in sich ein bisschen bewegen kann. So. Abgeknipst. Weg. So. Dann haben wir das. Das. Zack. Und zwar die hier. Finde ich, ist eine geile Erfindung, super Teil. Die kommen hier rum. Dann nehme ich hier meine Zange und biege die dann einfach zu. Zack. Dann nehmen wir den ganz einfach und stechen den hier einfach rein. Zack. Und so hält der Haken. Zack. So. Und das Ganze machen wir hier hinten auch nochmal. So. Wieder haken, dass er nicht einfach so rausfällt, dass wenn man mal irgendwie ein bisschen im Kraut drin ist, dass dann gleich alles rausfällt. Das ist nicht so. Da kann man wirklich schon auch ein bisschen Druck drauf packen. Das geht damit schon. Dann sticht man es einfach hier durch. Zack. Und dann nehmen wir den einfach so. Und der fertige
Fisch. So. Kann man hier vorne einhängen ins Vorfach, was man dann nimmt. Stahl, Hartmono oder Flohcarbon. Ich bin eher so der Flohcarbon-Fan. So, und schon haben wir hier unseren fertigen Köderfisch oder unseren fertigen Gummiköder. Wie gesagt, man kann die Haken hier unten auch so hängen lassen, wie man es möchte. Ich habe sie lieber noch mal ein bisschen am Körper dran. So ist die Gefahr von Hängern, wenn man irgendwie so über dem Kraut fischt, doch etwas geringer. Und es tut auch dem Fangerfolg auf jeden Fall keinen Abbruch, wenn die hier ein bisschen eingestochen sind in den Köder. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Köder, der extrem flach läuft. Ich würde so sagen, je nachdem wie schnell man kurbelt, so vielleicht bis einen halben Meter maximal unter der Wasseroberfläche. Aber man kann da natürlich auch das Ding noch mal ein bisschen beschweren, dass er einfach ein Stück weit runterkommt, dass man verschiedene Wassertiefen abangeln kann. Und das zeige ich euch jetzt. Zurück. So. Und schon haben wir unseren Snap am Birnblei dran. So. Und dann, um den zu beschweren, können wir den hier einfach unten einhängen. Zack. Machen wir den hier zu. So. Und dann hängt er hier fest. Und dann kann man den ein Stück weit auch tiefer führen. Geht dann natürlich dann eher so runter. Keine schlechte Sache soweit. Gut, und jetzt wollte ich euch ja nochmal zeigen, was es hier mit diesen Teilen hier auf sich hat. Und das die nehme ich nämlich für diesen quasi nur in klein, wo auch die Barsche gerne drauf gehen. Gut, sagen wir mal Lauftuning vom Köder. Hier haben wir diesen etwas kleineren Pickshed. Da hat man hier unterschiedliche Gewichte drin. Hier sind jeweils 8 von den Gewichten, einmal 1,8 und 3 Gramm. Ich nehme für den Pickshed hier zum Beispiel nämlich 3 Gramm. Und dadurch, dass er hier so ein Maul hat, letztendlich ist es egal, man kann es für jeden Köder nehmen, schiebe ich das hier unten einfach schräg rein. So. Ganz schräg reingeschoben. Seitlich. Und dann jetzt drin ist, sieht man es auch kaum noch. So, so sieht er jetzt aus. Jetzt kann man natürlich wieder hier mit den diesen Korkenzieher Teilen hier wieder rein und im Prinzip das gleiche bei dem Köder hier machen, nur mit kleineren Drillingen wie bei dem großen, den ich euch gerade gezeigt habe. Dieser Köder wird jetzt, da ich es hier vom Köder aus gesehen rechts reingemacht habe, wird er, wenn er schwimmt, kurz stehen bleiben, wenn man Spin-Stop macht. Und dann wird er sich so runterdrehen und einen Bogen nach hinten machen. Und das auch ganz langsam und langsam absinken. Also es ist nicht so, dass er dann gleich runterfällt oder irgendwas, sondern er sinkt ganz, ganz langsam ab, macht einen richtig verführerischen Bogen. Und da knallen extrem gerne auch mal Barsche drauf. Bei der Größe hier. 17 cm, glaube ich. Oder 15. Gut, das war es jetzt schon von mir. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendwie ein bisschen inspirieren. Wenn das Wetter mal nicht so gut ist oder ihr einfach es einfach mal nicht schafft, ich setze mich dann ganz gerne hin und probiere einfach mal ein paar Sachen aus, ein bisschen sag mal, basteln, rumspielen und dann schauen, wie es beim nächsten Mal läuft und ob man dann die in erwünschten
den gewünschten Erfolg irgendwie hat. Ja, Flocke, du möchtest auch was sagen. Bist auch mit drin bei YouTube jetzt. Katze. Ja. Den werdet ihr bestimmt noch öfter sehen. Der macht immer. Der spielt immer mit. Ne? Ja. So ein schönes Bild zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr konntet euch ein bisschen inspirieren oder ein paar Fragen beantworten. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren. Das sagt ja jeder, ne? Also liken, teilen, abonnieren. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare oder kontaktiert mich persönlich. Ich wünsche euch was. Schöne Woche, ruhige Woche. Nächste Woche wird es wieder wärmer, das Wetter wird wieder besser. Geht raus ans Wasser und fangt ein paar schöne Fische. Viel Erfolg. Danke.